Ich möchte gerne über Dinge reden, die mich blockieren. What's blocking you? Was blockiert dich? No, to start. Also towards you, it's like... I block myself in wanting to write you. Auch dir gegenüber. Ich blockiere mich selbst in meinem dir schreiben wollen. What stops you? Was hält dich davon ab? What ideas stop you? Welche Ideen sind es, die dich abhalten? That I should be able to. You should be able to do it yourself. Yeah. Dass ich es alleine schaffen sollte. And I'm somebody else. I'm not yourself. Und ich bin jemand anders. Ich bin nicht du selbst. Hm? Ist das so? See, if I'm yourself, schau, wenn ich dann selbst bin, then there's no problem. Dann gibt es kein Problem. Then there is this self that appears to be outside of you, but it's actually just part of yourself. Dann ist da dieses Selbst, das außerhalb von dir zu sein scheint, aber in Wirklichkeit ist es einfach dein Selbst. In other words, there is nothing outside of yourself. Mit anderen Worten, es gibt außerhalb von dir selbst gar nichts. So use everything. Also nutze alles. It's all available. Alles ist verfügbar. Don't let your mind trick you into this idea, okay, there's me and then there's Sarapan or somebody else. Yeah. Lass dich von deinem Verstand nicht austricksen in diese Idee hinein. Da bin ich, dort ist Sarapan und die anderen. There's me and there's God. Da bin ich und dort ist Gott. It's not true. Das ist nicht wahr. It's just absolutely not true. Es ist absolut nicht wahr. There's nothing else. Es gibt nichts anderes. It's all you. Es bist alles du. Until now I felt more like when I was in this, let's say, being, it felt more like a receiving to me. Bisher war es für mich so, wenn ich in diesem Sein war, fühlte es sich für mich wie ein Empfangen an. Yeah, it feels like that. Ja, so fühlt es sich an. Don't get confused with the, how it feels. Werde mit dem, wie es sich anfühlt, nicht verwirrt. Sometimes we feel carried by God, don't we? Manchmal fühlen wir uns von Gott getragen, stimmt's? Just like we're in this divine hands and we're just supported. Gerade als wären wir in diesen göttlichen Händen und würden einfach unterstützt. A lovely feeling, isn't it? Es ist ein wunderschönes Gefühl, stimmt's? Yeah. But don't take it for don't make a religion out of it. Aber mache daraus keine Religion. It is your own self. Es ist dein eigenes Selbst. That you feel. Das du da fühlst. There is nothing else. Es gibt nichts anderes. God is everything. Gott ist alles. There's nothing else. Es gibt nichts anderes. Every cell in your body is only God. Jede Zelle deines Körpers ist einfach Gott. Then there's nobody outside of you, actually. Und in Wirklichkeit gibt es außerhalb von dir niemanden. Yeah, God doesn't have any neighbors. Gott hat keine Nachbarn. Yeah, there's no place where God stops and somebody else starts. Yeah. Es gibt keine Stelle, wo Gott aufhört und jemand anders beginnt. This is who we are. Das ist, wer wir sind. This infinite beingness. Dieses unendliche Sein. We only get into trouble with this idea of me as some entity who's separate. Wir geraten nur in Schwierigkeiten, wenn wir diesen Gedanken haben, dass ich ein Wesen bin, das getrennt ist. That's right. Ja, und das, was tun muss, dass sich um sich selbst kümmern muss, dass sich selbst lieben soll. I can do it myself. Ich kann es selbst. Ja. I have to do it. Ich muss have to do it myself.
I have to carry myself. Ich muss mich selbst tragen. Can't. Das kannst du gar nicht. No? It's not possible. Es ist nicht möglich. This self that we are is amazing. Dieses Selbst, das wir sind, ist ganz erstaunlich. Everything in the whole universe is supporting you, is supporting me. Alles im ganzen Universum unterstützt dich, unterstützt mich. Sometimes I can feel it. Manchmal kann ich das fühlen. Yeah, sometimes you can feel it. Ja, manchmal kannst du das fühlen. But whether you can feel it or whether you can't feel it, it's true. Ob du es fühlen kannst oder nicht, es ist wahr. You know the old story, don't you? The man dies and goes to heaven, and he's looking back on his life. Ihr kennt doch diese alte Geschichte. Der Mann stirbt und kommt in den Himmel und blickt so auf sein Leben zurück. And he's seeing the footsteps. Er sieht die Fußspuren. God's footsteps, his footsteps next to each other. Gottes Fußspuren und seine Fußspuren direkt nebeneinander. And then he says to God, but what about here? There's only one set of footsteps. Und dann sagt zu Gott, aber was ist denn mit dieser Stelle? Da gibt es nur ein paar Fußspuren. God says, yeah, that's where I'm carrying you. Und Gott sagt, ja, da trage ich dich. Yeah, it feels like that. Yeah. So fühlt es sich an. Yeah. All these experiences are so beautiful and they point to the truth. All diese Erfahrungen sind so schön und sie weisen auf die Wahrheit hin. Life supports us, life breathes us. Das Leben unterstützt uns, das Leben atmet uns. Life beats our hearts and makes the blood course through the body. Das Leben schlägt unser Herz und lässt das Blut durch den Körper zirkulieren. And everything that's happening in your life is a part of this support. Alles, was in deinem Leben geschieht, gehört zu dieser Unterstützung. Everything. Alles. We are all interconnected. Wir alle sind miteinander verbunden. We're all part of the same organism. Wir alle gehören zum gleichen Organismus. Yeah, but sometimes you just don't know in which way. I mean, you. Do you have to know? Ja, manchmal weiß ich einfach nicht, in welche Richtung. Musst du es denn wissen? This is the point. Darum geht's. What do you have to know? Was musst du wissen? I mean, that's how I feel. That this energy is blocked. You know, it's going neither one way nor the other way. That's how it feels. And ich habe das Gefühl, dass genau diese Energie blockiert ist. Like, sie geht wieder in diese eine Richtung oder die andere. Can you just feel this being blocked? Kannst du dieses Blockiertsein einfach fühlen? I'm doing this already. Ja, das tue ich bereits. Very good. Sehr gut. Nothing more is needed. Mehr ist nicht nötig. Ja, yeah? Just feel blocked. Fine. Fühle dich einfach blockiert. In Ordnung. No problem. Kein Problem. You know, when I'm riding on the ICE. Wenn ich im ICE fahre. I mean, once I'm on the train, there's nothing to do. Wenn ich einmal im Zug bin, gibt es nichts zu tun. The driver knows where he's going. Der Fahrer weiß, wo es hingeht. I don't know anything. Ich weiß nichts. I mean, hopefully I got on the right train. Yeah? Hoffentlich bin ich im richtigen Zug. Yeah, I can check that. You know, pick up the little paper. Yeah, yeah, that's the right train. All right. Das kann ich mal nachprüfen. Den Zugplan anschauen und ah ja, bin im richtigen Zug. I can relax. Dann kann ich entspannen. I don't have to know anything. Ich muss nichts wissen. It is this way in our lives. So ist es in unserem Leben. We don't really have to know. Wir müssen nicht wirklich wissen. We don't know where we're going anyway. Wir wissen sowieso nicht, wo wir hingehen. Do you? Oder? I don't know. Ich weiß es nicht. I mean, you know that you're going to give satsang. I mean, that you go home at a certain point. And du weißt, danach gehst du wieder nach Hause. Sometimes
Usually about 2 days before it's time to take the train, somebody reminds me, hey, you have to get a ticket for the train. Meistens etwa so 2 Tage bevor es dann dran ist, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, erinnert mich jemand, du musst dir ein Zugticket kaufen. Otherwise I don't think about it. Ansonsten denke ich da nicht dran. I can only decide it to last, or let's say this energy builds up because I have to make a decision. Or I think I have to make a decision. Und ich glaube, dass ich eine Entscheidung fällen muss. And then at the last moment I might do the other thing, you know. Aber dann mache ich im letzten Moment vielleicht was anderes. All that wasted energy deciding before it was time to decide. Stimmt, all diese Energieverschwendung, wenn man entscheidet, bevor es dran ist, zu entscheiden. That's what we're doing all the time. Ich schiebe es immer weg. Ja, das machen wir ständig. Pushing the river. Wir schieben den Fluss an. Deciding before we get to the intersection where to turn. Wir entscheiden schon, bevor wir an der Kreuzung angekommen sind, wo wir dann abbiegen sollen. And we get to the intersection and it's just obvious. Oh, no, it's not that way, it's the other way. Und wenn wir dann an der Kreuzung sind, ist es offensichtlich. Ach, gar nicht dort rum, es ist andersrum. All the energy spent in figuring it out. Die ganze Energie, die man damit verbracht hat, das herauszufinden, ist Verschwendung. Tiring ourselves out for nothing. Da ermüden wir uns für nichts. It becomes obvious. Es wird offensichtlich. At the right time. Zur richtigen Zeit. Before that time, we can't know. Vor dieser Zeit können wir nicht wissen. It's like I need that pressure, so I wait to the last moment to decide. You know? Bei mir ist es so, als brauche ich diesen Druck und warte dann bis zum letzten Moment, bis ich mich entscheide. You need the pressure. Du brauchst den Druck? You sure? Bist du dir sicher? That's how it happened till now. Yeah. So war es bisher. That's what you have believed. Das hast du geglaubt. And that's why your life is a little more difficult than it needs to be. Deswegen ist dein Leben etwas schwieriger, als es sein müsste. Relax. Entspann dich. Let go of this idea. Lass diese Idee gehen. You don't have to know. Du musst nicht wissen. Honest. Ehrlich. What needs to happen will happen. Was geschehen muss, wird geschehen. I promise. Das verspreche ich dir. I still want to ask things, if I may. Sure. Ich will trotzdem gerne noch was fragen. I mean, sometimes I know that what you say is true, but mostly you see that when you look back, you know. Ich weiß schon, was du sagst, ist wahr, aber meistens sehe ich das, wenn ich zurückblicke. And it's I have to do with physical illness in this period. Ich habe zurzeit mit körperlicher Krankheit zu tun. What do you have to do with physical illness? Was hast du mit körperlicher Krankheit zu tun? Let's say it's going better now, but I. Im Moment läuft es besser, aber. Hey, I have this difficulty in not knowing how to take care of myself. Ich habe diese Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, wie ich mich um mich kümmern soll. Yeah, I'm taking too much. You know, I don't know where the balance is. Ich finde das Gleichgewicht nicht. Me too. Ich auch. I don't know. Ich weiß es nicht. The only difference between you and me is I'm relaxed with it. Der einzige Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich damit entspannt bin. I don't take it so seriously. Ich nehme es nicht so ernst. Symptoms come and go, I mean. Symptome kommen und gehen. The best thing I can do for my body is just to give it my gentle attention. Das Beste, was ich für meinen Körper tun kann, ist, dass ich mich ihm ganz sanft zuwende. Some sensation in my body and I just give it my attention without thinking about what's wrong and what I should do. Wenn da irgendeine Empfindung in meinem Körper ist, dann wende ich mich dem einfach zu, ohne darüber nachzudenken, was verkehrt ist und was ich tun sollte. And it works. Es funktioniert. Yeah, the body responds really beautifully to this. Der Körper reagiert darauf sehr schön. Sensations change.
Die Empfindungen verändern sich. One goes away, another one comes. Die eine geht, eine andere kommt. Usually you have a pain in this shoulder, yeah? Normalerweise habe ich hier in dieser Schulter Schmerzen. Today it moved over to this side. Heute sind sie rübergewandert. Same pain, but it's on a different side. Der gleiche Schmerz, aber auf einer anderen Seite. I scratch my head. I think, what's going on? Da kann man sich doch nur am Kopf kratzen. Huh? Pain shouldn't move around like that, you know? Der Schmerz sollte doch nicht einfach so umhergehen. No, I can see, I mean, how the mind is giving more stress to it. Ich kann schon sehen, wie der Verstand dem einfach noch mehr Stress beifügt. The mind makes everything worse. Der Verstand macht alles schlimmer. Mind loves to make things worse. Der Verstand liebt es, Dinge schlimmer zu machen. Yeah. I was reading in the headlines of the newspaper today about some bomb that they found that didn't go off. Yeah. Ich habe heute eine Schlagzeile in der Zeitung gelesen, dass sie irgendeine Bombe gefunden haben, die nicht losgegangen ist. Usually when a bomb goes off, there's 20 people killed or something. But this bomb that didn't go off would have killed 100 people. Normalerweise, wenn irgendeine Bombe losgeht, dann kommen 20 Menschen um. Aber diese Bombe... They're totally sure of this. Die nicht losgegangen ist, die hätte 100 Menschen umgebracht. Da sind die sich auch total sicher. This is the mind, yeah? Das ist der Verstand. No, for me it works differently because I can. No. Also bei mir läuft das anders. I can see that the mind, you know, is not considering the point where my body starts to hurt, because I have this, I want to do this. Ah. Mein Verstand bemerkt den Punkt, wo der Körper anfängt, weh zu tun. You have to do this. Denn ich bin so darauf ausgerichtet, dass ich das nicht tun muss. Eigentlich muss ich es gar nicht. Ja, eigentlich nicht. Actually, you don't have to do anything. Eigentlich müssen wir überhaupt nichts tun. But the conditioning says. Aber die Konditionierung sagt. And it's subtle, you know. Das ist subtil. You know, and if we don't bring it out into the light, it seems like life and death. Wenn wir es nicht ins Licht bringen, scheint es um Leben und Tod zu gehen. Bring it out into the light and tell the truth. It's like, okay, actually, it's no problem. Wenn du es aber ans Licht bringst und die Wahrheit sagst, dann siehst du, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist. Yeah, it's a funny thing that I can see that more and more my life outside, there's a lot of freedom. Ich kann schon sehen, dass in deinem Leben außen immer mehr Freiheit ist. So clear, you know, like it's aber all innen ist nur nicht so klar. Inside there's no freedom. Innen, yeah? Da oben ist keine Freiheit. It's true. Das ist wahr. But inside your belly. Aber innen in deinem Bauch. Yes. Infinite freedom. Da ist unendliche Freiheit. So it's just a very small shift of attention. Es ist also nur so ein kleiner Wechsel der Aufmerksamkeit. You know, you shift your attention away from the bondage of your mind. Du schaltest deine Aufmerksamkeit weg von der Fessel des Verstandes. To the freedom that is yours. Hin zur Freiheit, die deine ist. Still wanting to ask this question because the mind will ask forever. Ich will nur noch eine Frage stellen. Ja, der Verstand wird für immer fragen. Yeah. Mind can't know. Der Verstand kann nicht wissen. No, that's because I don't know. I wanted to ask. Eben gerade weil ich nicht weiß, will ich ja fragen. Okay, let's see if there's some answer. Okay, mal sehen, ob da eine Antwort ist. Is there a question? Ist da eine Frage? It's about job. Es geht um den Job. Okay.
What about job? Was ist mit dem Job? It's the thing where I was blocking myself is, in a way, I don't need now to work for money. Ich blockiere mich da. Im Grunde genommen muss ich im Moment nicht. Wait. You say this question is about a job. Yeah. Is there a job? Moment, du sagst, es dreht sich hier um einen Job. Gibt es da einen Job? Is there an existent job? Existiert da ein Job? There is an art project. Es gibt da ein Kunstprojekt. Where this man, the asshole, I don't know if you remember. He brought me in. I mean, this man where I stopped with. And der Mann, wir haben ja auch schon drüber geredet, vielleicht erinnerst du dich, hat mich da reingezogen, der, den ich jetzt nicht mehr sehe. So there's a job you don't want to do. Es gibt also einen Job, den du gar nicht tun willst. He is there too, that's the problem. Das Problem ist eben, dass er da auch we ist. Are more people, and aber it's wir sind in Russia. Noch mehrere Menschen. Okay. And so I don't know if I can do this confrontation. Ich weiß nicht, ob ich diese Konfrontation ertragen kann. What confrontation? Welche Konfrontation mit ihm? What confrontation with him? Welche Konfrontation mit ihm? I mean, we had an experience working together, and I mean, he helped me with a big. Okay, this is the old story, but what's happening now? Wir hatten schon mal eine Erfahrung. Gut, das ist die alte Geschichte. Was aber passiert jetzt? If I imagine that? No, don't imagine anything. Soll ich mir das vorstellen? Nein, stell dir nichts vor. What is here? Was ist hier? What's the issue today? Um was geht's heute? I don't dare to say it. Ich trau mich nicht, das zu sagen. Oh, come on, dare. Los, trau dich. I'm keeping all these things away because actually I wanted to. That's why I'm blocked. Actually, I wanted to ask you if you have a job for me. Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du einen Job für mich hast. No, I don't have a job for you or anybody else right now. Nein, ich habe keinen Job für dich aber, und auch für sonst niemanden im Moment. But I'll keep you in mind. Aber ich behalte dich im Hinterkopf. If somebody dies or something. Falls jemand stirbt oder so. I mean, I'm a very small company, you know. Ich bin eine sehr kleine Firma, weißt du? You have to deal with what is. Du musst mit dem umgehen, was ist. Don't look for something else. Don't look for an escape. Suche nichts anderes. Suche da keinen Fluchtweg. It's very simple. Es ist ganz einfach. Are you willing to be where you are with your total power? Bist du bereit, da zu sein, wo du bist, mit deiner ganzen Kraft? For better or for worse. Ob das nun zum Besseren oder Schlechteren führt. For richer or for poorer. Ob es zum Reicher oder Ärmer sein führt. Yeah. Until you either quit or are fired, yeah? Bis du entweder kündigst oder bis dir gekündigt wird. Yeah, you just go for it. Du gehst einfach dafür. You go for it with your full power. You feel everything that you feel. You don't think about it. Du gehst mit ganzer Kraft dafür. Du fühlst alles, was du fühlst. Du denkst nicht darüber nach. Until you come to the end of this story. Und dann kommst du zum Ende dieser Geschichte. And then you're ready for the next story. Und dann bist du bereit für die nächste Geschichte. Simple. Einfach. Don't think about it. Denke nicht darüber nach.
I mean, I'm doing this because I have to do something, you know. Ich mache das, weil ich irgendwas tun muss. I don't need now to work for money. I have to do something. Ich muss nicht für Geld arbeiten, aber ich muss ja irgendwas tun. No, you don't have to do something. Nein, du musst nichts tun. It's not true. Das ist nicht wahr. Nobody has to do anything. Niemand muss was tun. So I just can do if I want to. Also kann ich was tun, wenn ich es tun will. That's right. Stimmt. But whatever you do, just go for it. Aber was auch immer du tust, geh einfach dafür. If you can't go for it with your full power, quit. Do something else. Wenn du es nicht Don't mit ganzer, do anything. Wenn du es nicht mit ganzer Kraft tun kannst, dann kündige. Mach was anderes oder mach nichts. It's not serious. Es ist nicht ernst. This is just our playground. Das ist einfach unser Spielplatz. You can play anything. Du kannst alles spielen. You could take a rest and not play anything. Und du könntest auch ausruhen und gar nichts spielen. No rules. Keine Regeln. Life will support you in any event. Das Leben wird dich auf jeden Fall unterstützen. I'm happy. Yeah, me too. Ich bin froh, dass ich es gesagt habe. Ja, was? Ich auch. It's much easier when you just say it. Es ist viel leichter, wenn du es einfach sagst. I spent so much time on it. I'm really sick of lying to myself and trying to be someone I'm not. Great. All this stuff because of reasons which are. Es ist mir wirklich leid, mich selbst zu belügen und ständig zu versuchen, jemand zu sein. Great, when you're sick of it, just stop doing it. Na, großartig, wenn es dir leid ist, dann hör einfach damit auf. Once you realize you're lying to yourself, you're already telling the truth. Wenn du einmal erkannt hast, dass du dich selbst belügst, dann sagst du bereits die Wahrheit. Yeah, but these mind programs come back and come back and. Ja, aber diese Verstandesprogramme kommen immer wieder. And it's really fast to be to get in them. Ich rutsch da dann sehr schnell rein. Doesn't matter how fast the programs come. Es ist egal, wie schnell die Programme kommen. If you're not giving attention to the mind. Wenn du dich dem Verstand nicht zuwendest. There's no problem. Dann gibt's gar kein Problem. Just give your attention somewhere else. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf etwas anderes. And there, I recognize how much braveness is there. Mm. I'm not in the mind. Ich erkenne, dass hier, ich meine nicht im Verstand, sehr viel Mut ist. Das stimmt. We have all the courage we need. Wir haben all den Mut, den wir brauchen. And I'm trying to do this in almost all situations, and sometimes I laugh about what before that I would just ask, "Oh, what would people think there and this?" And now it's okay, it's no problem. Ich versuche das in allen Situationen anzuwenden, und manchmal muss ich jetzt auch lachen, denn früher dachte ich oft, was werden die Leute jetzt denken oder so, aber jetzt ist alles okay, ich weiß, dass es kein Problem ist. And I recognize how much I grow to myself and how much there's a feeling of freedom. Ich erkenne, wie sehr ich in mich hineinwachse und wie sehr da ein Gefühl der Freiheit ist. And these feelings, they are just feelings, they no more sadness or something, they just here. Die Gefühle sind einfach nur Gefühle, nicht mehr Traurigkeit oder so, sondern einfach hier. Cool.
such an energy in here. Das ist solch eine Energie hier. Okay. Dankeschön. Gerne. Hallo. Hallo. Ich habe ein Problem, was viele anderen auch haben hier. Also nicht dasselbe. Many others have that too. Das ich sehr schwer erklären kann. It's difficult for me to explain it. Manchmal habe ich so eine Sekunde oder noch länger, so drei Probleme. Das sind Gefühle, die ziemlich wehtun. Sometimes for a second or longer, I have a problem that comes feelings that hurt very much. Hm. Das ist these feelings, do you feel them in your body as a sensation? Fühlst du diese Gefühle irgendwie als Empfindung in deinem Körper? Ja, ich fühle es im Inneren. I feel it inside. Yeah. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. It's the most horrible thing that's possible. Also ich würde mal sagen, schlimmer als 100-mal schlimmer, als wenn man jemanden verliert oder sowas. 100 times worse than if you lose somebody. Okay, so just for a moment, just for an experiment. Einfach mal einen Moment lang jetzt als Experiment. Invite this feeling to come now. Lade mal dieses Gefühl ein, dass es jetzt kommt. Ich kann es nicht. I cannot. Ich kann es nur machen, wenn ich alleine bin. I can only do it when I'm alone. Wenn es still ist und ich keine Gedanken habe. When it's silence and when there are no thoughts. Und jetzt ist es ist so, dass ich denke, dass die Menschheit sozusagen nicht existiert. Now it is like this. I think that mankind doesn't exist. Dass es alles unrealistisch und unreal ist. It's all this is unreal. True. Und dass alles von mir weggeht. Die ganze Erde, die ganze Menschheit. The whole earth, the whole humanity. You say this happens to you when you're very quiet with yourself, you're not thinking. Du sagst, dass dir das passiert, wenn du ganz ruhig bist und du nicht denkst. Yes, yeah. Mm. So this is a trick of the mind, yeah? Dann ist das ein Trick des Verstandes. It doesn't want you to not think. It doesn't want you to be quiet. Er will nicht, dass du nicht denkst. Er will nicht, dass du ruhig bist. So he creates this horrible, horrible sensation. Also kreiert er diese ganz furchtbare Empfindung. Just to get your attention back. Damit er deine Aufmerksamkeit wieder hat. And it works, doesn't it? Und es funktioniert auch, stimmt's? Yeah. Yeah. See, that's the point. Darum geht's. So this game will stop as soon as you're willing to welcome the sensation. Sobald du bereit bist, die Empfindung willkommen zu heißen, wird dieses Spiel aufhören. Yeah, this is difficult at first because it appears as something bigger than you can handle. Zunächst ist das schwierig, denn es scheint größer zu sein als etwas, mit dem du umgehen kannst. Yeah, but the moment you stop and really face it. Aber in dem Moment, wo du innehältst und dich dem wirklich stellst. With no idea, with no attitude. Ohne jede Vorstellung und ohne eine bestimmte Ansicht. Yeah. This and the most horrible, ugly monster. It's only God. Dann ist auch das schlimmste, hässlichste Monster einfach nur Gott. It's only your own self. Nur dein eigenes Selbst. Dressed up in a Halloween costume. Das sich in einem Faschingskostüm verkleidet hat. Yeah. But we feel it as very real. Aber wir fühlen es als sehr real. Yeah. Especially if we're looking at it from the mind, it looks very real and very scary. Ganz besonders, wenn wir es vom Verstand aus betrachten, dann sieht es sehr echt aus und sehr angsterregend. But the trick is just to drop all the thoughts about it. Aber der Trick ist, all die Gedanken darüber fallen zu lassen. All the attitudes about it. All die Meinungen darüber. And totally welcome it. Und es total willkommen zu heißen. You know, it's like being willing to die. Es ist, als wäre man bereit zu sterben. Yeah, you say, okay, Monster, eat me. Du sagst, okay, Monster, ess mich. Yeah, come on, I'm ready. Komm her, ich bin bereit.
Yeah, and then you just relax and you just let it happen. Und dann entspannst du einfach und lässt es passieren. And this will take the teeth out of this game that your mind is playing with you. Das wird diesem Spiel, das dein Verstand mit dir spielt, die Zähne ziehen. Yeah, the moment you're willing for anything to happen. In dem Moment, wo du für alles bereit bist. It has no more power anymore. Hat es keine Macht mehr. Ich habe auch die Angst, dass wenn ich das jetzt ganz lange bekommen würde, dass es überhaupt keinen Sinn mehr gibt zu leben, zum Beispiel. I also have this fear that if I'm in touch with this for a long time, it wouldn't even make sense anymore to keep living. Yeah, so welcome the fear. Ja, dann heiße die Angst willkommen. Let go of all the ideas, because this is just the mind, yeah? Aber lass alle Ideen los, das ist nur der Verstand. The mind doesn't want you to escape. Der Verstand will nicht, dass du entkommst. Mind doesn't want you to be free. Der Verstand will nicht, dass du frei bist. So it does everything to keep your attention. Also tut er alles nur, um deine Aufmerksamkeit zu behalten. Yeah, so, you know, the willingness to die, the willingness for the worst thing possible to happen. Die Bereitschaft zu sterben, die Bereitschaft für das Schlimmste, das passieren könnte. Yeah, look at the monster from the inside of the monster. Schau dir das Monster von der Innenseite des Monsters an. Allow yourself to be eaten and then you're just inside. Lass es zu, dass du gefressen bist und einfach innen bist. See how it is from here. Finde heraus, wie es von hier aus ist. Okay. This is my challenge to you. Das ist meine Herausforderung an dich. This is great. Das ist großartig. Okay. Let me know what happens. Lass mich wissen, was passiert. You can write to me. Du kannst mir schreiben. Mhm. Okay. Okay. Danke schön. Hi. Ja. So yesterday I've got an email from the man I fell in love with, a beautiful birthday card, such a beautiful card with a rose, happy birthday, a red rose. Uh-huh. Yeah. And then I was so happy, I write him back immediately. And I thanked him everything and how wonderful person he is and everything. And the evening, yesterday evening, I went then to salsa dancing and he was there. I saw him coming out and I went to him. But he was very distant, cool, and I stand there close to him, next to him, and I try to talk to him, and very polite, everything he was. And I knew, well, I should go. It's better that I go. I leave him alone because he doesn't want to be with me. And then finally he left. He said to me, oh, there's somebody who was waiting for me, and he left. So, it's so hard. Der Mann, in den ich verliebt bin, der interessiert sich nicht für mich und es ist sehr schwer. This is the point. This is the point. Sorry that I was so long. Kein Problem. Yeah, that's your issue. It's my issue, yeah. Mm-hmm. Ja, das ist dein Thema. Yeah, I want to be the ideal woman for my father. I know. Ich wollte auch für meinen Vater die ideale Frau sein. Always trying to get him. You couldn't get him and you can't get any man. Du kannst ihn nicht haben und du kannst auch sonst keinen Mann haben. You will never get a man. Du wirst nie einen Mann bekommen. No woman will ever get a man. And no man will ever get a woman. Und nie wird ein Mann eine Frau haben. This is the myth. Das ist ein Mythos. You know, I mean, we tell each other lies, you know. Wir belügen uns da. You know, like, oh, I'm yours. Nach dem Motto, ich gehöre ganz dir. Yeah? It's not the truth. Das ist nicht die Wahrheit.
Yeah, nobody belongs to anybody else. Niemand gehört zu einem anderen. And this is you, you are yours. Du gehörst dir. And then I saw, I was so sad yesterday. I saw nobody could ever love me. I thought I will always be alone. Ich war dann gestern so traurig, dass ich dachte, mich wird nie jemand lieben. Ich werde immer alleine sein. Can you love you? Kannst du dich lieben? Now a lot more. Yeah. Jetzt I'm starting to love myself. Ich fange an, mich selbst zu lieben. That's schon besser. That's I'm starting enjoying life. Ich fange an, das Leben zu genießen. Yes. Feeling my body. Everything is better. Yeah. But I still have this person there. It's inside my. Still have the tendencies and the personality and everything. It's okay. Ja, du hast immer noch die gleichen Neigungen und die Persönlichkeit und alles. Das ist okay. This programming, I would like to forget about it. Ja, diese Programmierung. I could vomit it out. Ich würde die gerne einfach auskotzen. No, don't vomit it out. Nein, kotze sie nicht aus. Love it too. Liebe auch sie. It's a part of you. Sie gehört zu dir. Yeah. There's, you know. All of our programming is part of it is difficult. Ein Teil unserer Programmierung ist schwierig. Or there are aspects of each part of our program that are difficult. Von jedem Teil unseres Programms gibt es Aspekte, die schwierig sind. And there's also some very beautiful things about it. Aber es gibt auch sehr schöne Dinge daran. Yeah. So in one way our programming is a curse, in another way it's a blessing. Gewissermaßen ist unsere Programmierung ein Fluch und andererseits ein Segen. Yeah. So, you know, we have to accept it all. Wir müssen das alles akzeptieren. And then, through the acceptance, then we learn how to best use the programming for our own advantage. Und durch diese Akzeptanz lernen wir, wie wir diese Programmierung am besten für unseren Vorteil nutzen können. I think with this man I wasn't patient enough. I destroyed it. Ich glaube, bei diesem Mann war ich einfach nicht geduldig genug. Ich habe es zerstört. I told him that I fell in love with him and he wasn't at this point and then he was afraid and he left. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Er war da aber nicht an diesem Punkt und dann bekam er Angst und ging. Well, you told the truth. Na, du hast die Wahrheit gesagt. You fell in love with him. Du hast dich in ihn verliebt. That means that you brought him into your love story. Das bedeutet, dass du ihn in deine Liebesgeschichte geholt hast. Yeah. Okay, you. Yeah. Yes. You're going to be my man. Okay. And you told me I don't want this. That's right. He's right. That's right. And then I apologize. I have written a letter. Yeah, sure, but it's finished. It doesn't matter. It's not about apologizing. You can't take it back. Ich habe mich dann auch dafür entschuldigt. Aber darum geht es gar nicht. Du kannst es nicht zurücknehmen. And you can't feel differently than you feel. Und du kannst dich auch nicht anders fühlen, als du dich fühlst. You see him and you just get kind of crazy. Yeah, du siehst ihn und wirst einfach so beautiful. He's so everything. Yeah, I love him. Yeah. Ja, der ist so schön. Der ist alles. Ich liebe den. Your head starts spinning around. And you get a little dizzy. And now he's dancing with all the other women, smiling. Yeah. And I'm saying... Yeah. Im Kopf dreht sich dann alles und er wird ein bisschen schwindelig. Ja, und er tanzt mit allen anderen Frauen, aber nicht mit mir. It is hard. It's hard. Schwer. It is hard. But he is gentle with me. Then he, when he left, he did like this. Yeah, it's schon. Aber er geht auch ganz sanft mit mir um. Also dann hat er mir so ganz süß auf die Schulter geklopft. Well, he does love you. Er liebt dich. Yeah. But he's afraid of you. Aber er ist afraid. Vor dir. I know. He's afraid of this programming, actually. Yeah, he has a different one. Yeah. He has the opposite one. Ja, ich weiß, er hat eine andere. Er hat die gegenteilige. Exactly. And therefore we are attracted because it's the opposite. Wir haben uns deshalb zueinander hingezogen. Yeah. Maybe. Vielleicht. Doesn't matter. Es ist egal. Doesn't matter, you're beautiful. Es ist egal, du bist wunderschön. Yeah, nothing's wrong. Da ist nichts verkehrt. Ich frage mich, wie ich in meiner Mitte bleiben kann. Start by being nice to yourself. Fang damit an, dass du zu dir selbst nett bist. You know, I was thinking about your last letter. Ich habe an deinen letzten Brief gedacht. I haven't answered it yet. Ich habe ihn noch nicht beantwortet. But inside, it cooks with me.
Aber innen kocht es mit mir. Ja. You have to take care of yourself. Du musst dich um dich selbst kümmern. That means don't go anywhere you don't feel in your power. Und das bedeutet, geh nirgendwo hin, wo du dich nicht in deiner Kraft fühlst. You can't go somewhere you don't feel good and then expect somebody else to take care of you. Du kannst nicht irgendwo hingehen, wo du dich nicht gut fühlst und dann erwartest, dass sich ein anderer um dich kümmert. You have to take care of you. Du musst dich um dich kümmern. That means not go somewhere you don't feel good. Und das bedeutet, dass du nirgendwo hingehst, wo du dich nicht gut fühlst. And you don't need to control anybody. Und du musst niemanden kontrollieren. No. You just take care of yourself. Kümmere dich um dich selbst. And with the story, I just can't stop. Und die Geschichte, soll ich damit einfach aufhören? Again and again and again and again. Immer, immer wieder anhalten. You get caught. It's okay. Es wird dich immer wieder erwischen. Das ist okay. No problem. Kein Problem. Then come back to yourself. Dann komm zu dir selbst zurück. Just be the way you are. Sei einfach so, wie du bist. And don't apologize to anybody. Und entschuldige dich bei niemandem. How do you mean that? Wie meinst du das? I mean, be the way you are. Ich meine, sei so, wie du bist. Do what you like to do and don't do what you don't like to do. Mache, was du gerne machst und mach das, was du nicht gerne machst, nicht. No matter what anybody wants or doesn't want. Ganz egal, was ein anderer will oder nicht will. Don't live for somebody else. Lebe nicht für einen anderen. Don't try to please somebody else. Versuch nicht, einem anderen zu gefallen. Don't try to be okay. Versuche nicht, okay zu sein. You are okay. Du bist okay. And in those moments where I'm irritated by whatever, so. Und in diesen Momenten, wo ich irgendwie irritiert bin. You mean just to come back? Yeah. Du meinst dann einfach zurückzukommen? Yeah, you did this really beautifully, actually. Ja, eigentlich hast du das ganz schön gemacht. Yeah, you left this place. Du bist dort weggegangen. You felt better. Du hast dich besser gefühlt. Mm. But then you went back. Aber dann bist du zurückgegangen. Yeah. And then it felt bad. Und dann fühlte es sich schlecht an. Terrible. Das ist furchtbar. Yeah. You can always leave. Du kannst jederzeit gehen. And you don't have to say goodbye. Und du musst dich nicht verabschieden. The more outrageous you let yourself be, je unmöglicher du dich sein lässt, the more fun life is. Desto mehr Spaß macht das Leben. Don't be reasonable. Sei nicht vernünftig. Oh wow. But I'm wondering, because always the story comes back, and I wrote it to you that, for example, when I meet my boyfriend, then I always get again into the story. Do I do this by myself? Aber ich frage mich wegen der Geschichte. Wenn ich meinem Freund begegne, komme ich immer wieder in die Geschichte. Into the story of. Yeah, from the Saturday. So I always. Moan again, you know. In die Geschichte vom Samstag. Forget about the story. Vergiss die Geschichte. Just be in the moment. Sei einfach im Moment. If we carry stories with us, it's terrible. Wenn wir Geschichten mit uns herumtragen, ist es furchtbar. And if we share about our feelings about a story that's passed. Und wenn wir unsere Gefühle austauschen in Bezug auf eine Geschichte, die vergangen ist. Then you miss the possibility of the moment. Dann verpasst du die Möglichkeit des Momentes. Then you're not meeting. Dann begegnet ihr euch nicht. You're meeting somebody who's already gone. Da begegnest du jemanden, der bereits weg ist.
Okay, and you think everything is okay. Und du glaubst, dass alles okay ist? 100%. 100%ig. You are 100% okay. Du bist 100%ig okay. Nothing's wrong and nothing's missing. Da ist nichts verkehrt und da fehlt nichts. Nothing needs to be changed. An dir muss nichts verändert werden. You only get into trouble because you try to be different. Du gerätst nur in Schwierigkeiten, weil du versuchst, anders zu sein. You can't be different. Du kannst nicht anders sein. Yeah, that's true. Das ist wahr. I'm happy that you're here. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Thank you. I'm happy to be here. Und ich bin gerne hier. Okay. Okay. Hi. Ich bin jetzt das dritte Mal hier hintereinander. Das ist mein third time here. Und ganz viele Fragen sind für mich beantwortet worden, die ich hatte automatisch, ohne dass ich hier nach vorne gehen musste. Many questions I had automatically got answered without me being up front. Im Moment ist es aber so, dass ich dachte, eine Frage, die ich für mich beantwortet wusste, ich bin so ein bisschen verwirrt, weil dann sagst du wieder was, wo ich schon wieder auf dem Schlauch stehe. But now I'm a little confused because one question I thought was already answered, but now you said something that makes me wonder. It's like a contradiction. I hope I contradict myself very often. Ich hoffe, dass ich mir oft widerspreche. Ja. So. Es ist eigentlich so, also es betrifft meinen Beruf, meinen Job. It has to do with my job. Wo ich schon ganz lange merke, das ist für mich erledigt. Also ich mag den Job nicht mehr. For es gibt long time mir nichts I have mehr. Noticed that it's over for me. I don't like the job anymore. It doesn't give me anything anymore. Okay. Und gestern sagtest du zu einer Dame, die hier vorne war, wenn man merkt, es ging um eine Beziehung, dass was zu Ende ist, will und also das feststellt, dann kommt der Verstand und sagt, so, dann beende es doch sofort. But yesterday you said to a lady, it had to do with a relationship. You said that we notice when something comes to an end, but then the mind comes in and says, all right, then might as well end it right now. This is your case. Das exactly. ist dein Fall, ganz genau. Yeah. You know it's coming to the end. Du weißt, dass es zum Ende kommt. Mm-hmm. But it's not at the end. Aber es ist noch nicht am Ende. Yeah. So what you need to do is to be as present as you possibly can be. Was du jetzt tun musst, ist, dass du so präsent bist, wie du nur sein kannst. This will help to complete it. Das wird helfen, das zu vervollständigen. And like you go to work and you feel it feels like it's over. Du gehst zur Arbeit und du fühlst einfach, es fühlt sich so an, als wäre es vorbei. Or? Stimmt das? Ja. Ja. Es ist nur noch, ich gehe dahin, weil ich dahin gehen muss. I just go there because I have to. Weil ich auch noch keine Alternative sehe. Because I don't see an alternative. Well, you won't see an alternative. Du wirst keine Alternative sehen. It's not the point. Darum geht es gar nicht. And you don't have to go there. Und du musst dort nicht hin. That's not true. Das ist nicht wahr. Ich denke, ich muss dahin. I think I have to. I know. Ich weiß. I understand the programming, I understand the beliefs. Das verstehe ich. Ich verstehe die Programmierung. Ich verstehe die Überzeugung. Aber eben sagtest du zum Beispiel zu einer, zu jemandem, dass wenn der Job einem keinen Spaß mehr macht und man merkt, man geht nur noch widerwillig, man tut einen Job, also der einem nichts mehr gibt, dann kündige. But just now you said to somebody, if you notice that you're doing a job that you don't like anymore, that you notice it doesn't have anything for you anymore, then quit. Mm-hmm. Yep. You're not quite there. An dem Punkt bist du noch nicht ganz. That's just my feeling. Das ist mein Gefühl. Yeah. You're almost there, but you're not quite there. Du bist fast da, aber noch nicht ganz. You understand that
this job is not good for you, but it's not down in your belly yet. Du verstehst, dass dieser Job nicht gut für dich ist, aber es ist noch nicht bis unten in deinem Bauch angekommen. So what you need to do is put all the thoughts aside. Du musst nun also alle Gedanken beiseite stellen. You know, one thought, I have to work. Der eine Gedanke, ich muss arbeiten. Let that thought go. Lass diesen Gedanken gehen. Yeah. Some other thoughts, you know, that come with it, that confuse the issue and keep you out of the moment. Und noch andere Gedanken, die damit einhergehen, die das Thema verwirren und die dafür sorgen, dass du nicht im Moment bist. Just go there like you're going for an experiment. Geh da einfach hin, als wäre es ein Experiment. You suspect that this job is at the end. Du hast den Verdacht, dass dieser Job zum Ende gekommen ist. It's like a hypothesis. Das ist eine Hypothese. Yeah. So scientists, when they do experiments, they say, okay, I have this hypothesis. Let's see. Wenn Wissenschaftler experimentieren, sagen sie, gut, ich habe also diese Hypothese, nun mal sehen. And the way you see is by really feeling every moment of the day, being as present as you can. Und du siehst, indem du jeden Moment des Tages fühlst und so präsent bist, wie du sein kannst. Notice every task you're doing during the day, how you like it or how you don't like it. Bemerke bei jeder Aufgabe, die du während des Tages erledigst, wie sehr du sie magst oder nicht magst oder wie du dich dabei fühlst. Your relationship with your boss and your colleagues. Deine Beziehung mit deinem Chef und deinen Kollegen. Just feel. Just feel einfach, how it is. Fühle, wie es ist. Ich merke, dass da schon noch irgendwo jetzt in Bezug auf meinen Chef, Kollegen oder so, und dass da noch eine Herausforderung ist, auch an mir zu arbeiten in der Begegnung. I can see that to do with my boss and my colleagues, there still is a challenge in that meeting. It's about working on myself. Und habe auch das Gefühl, dass da noch nicht so, dass da noch was nicht erledigt ist. And I have the feeling in that area something is not complete yet for me. Aber die Arbeit an sich, die wird jeden Tag langweiliger. Und das raubt mir unwahrscheinlich Kraft und Energie. It's more boring each day. It robs my power and energy. Mm-hmm. Okay. So, when you... what you say about your colleagues and your boss, this is what I was feeling, yeah? Das, was du gerade über deine Kollegen und deinen Chef gesagt hast, das war das, was ich gefühlt hatte. You're not ready for a divorce yet, mm-hmm. but it's coming. Mm-hmm. Yeah? Du bist für die Scheidung noch nicht bereit, aber es kommt. Yeah, it's about feeling how it is. Es geht darum, zu fühlen, wie es ist. Yeah, you know, paying attention to your reactions to the other people in your interactions. Achte auf deine Reaktionen in Bezug auf die anderen Menschen in euren Begegnungen. And then even the work will not be quite so boring when it's a different game. Und dann wird auch die Arbeit nicht mehr so langweilig sein, dann ist es ein anderes Spiel. We're doing an experiment. Wir machen ein Experiment. Like you're taking notes, okay. Als würdest du mitschreiben. How is this hour? How is this task? Wie ist diese Stunde? Wie ist diese Aufgabe? How does this feel? How difficult it is, how easy is it? Wie fühlt sich jenes an? Wie schwierig ist es? Wie leicht ist es? What's it like to feel bored? Wie ist es, sich gelangweilt zu fühlen? This is an interesting one. Das ist doch auch interessant, ne? Zu gucken. Yes, that wie fühlt sich die Langeweile an? That makes it much more interesting to find out what boredom feels like. Yeah. Mm-hmm. Exactly. Ganz genau. Ja, aber das ist auch sowas, das verstehe ich und ich denke, das ist auch so, wo ich nur manchmal merke, so ich denke, ich verpasse den Zug so zum Aufspringen oder zum Abspringen in dem Fall. Weil man ist ja auch ein bisschen, ne, auf die Sicherheit fixiert, bequem auch manchmal. Man sagt, dann kommen mir so Ideen, wo ich dann denke, so das ist es jetzt, da muss ich was tun und dann tue ich es aber doch nicht. Also, dass ich da irgendwo nicht so klar erkennen kann, wann muss ich handeln und wann warte ich jetzt ab. I mean, somehow ist das so klar, dass man das ist, dass sich automatisch schon... Somehow we are fixated on security and stuff so often. I think I should do something, but I don't. Don't worry about that.
One step at a time. Mach dir darüber keine Sorgen, ein Schritt nach dem anderen. Your whole focus needs to be here. Dein gesamter Fokus muss hier sein. If you're here on this step, wenn du hier in diesem Schritt bist, then the next step becomes obvious. Dann wird der nächste Schritt offensichtlich. What most of us are doing, we're 10 steps ahead. Die meisten von uns, wir sind schon 10 Schritte vorne dran. And then we're not here where we need to be. Und dann sind wir nicht hier, da wo wir sein müssen. And this makes us, this keeps us kind of stuck. Dadurch bleiben wir irgendwie stecken. Yeah. To get unstuck, you just come back to where you are. Aber um nicht mehr festzustecken, musst du einfach dahin zurückkommen, wo du bist. Be where you are as totally as you can. Sei da, wo du bist. Sei da so total du kannst. Mhm. Then when the next step is ready, then you know. Und wenn der nächste Schritt dann bereit ist, wirst du es wissen. No hesitation. Ohne zu zögern. I told this to one person who was talking exactly about a job, yeah? Ich habe das auch einem Menschen gesagt, der hat genau so über einen Job geredet. Next time I met this person, he said, you know what happened? I got fired. Und das nächste Mal, wo ich die Person getroffen habe, sagt er, weißt du, was passiert ist? Ich bin rausgeworfen worden. Yeah, just by being there, just by, yeah. Indem ich einfach da war. Just the willingness. Einfach die Bereitschaft. And God took care of it. Was over. Und Gott hat sich dann drum gekümmert. Es war vorbei. Yeah, it was just at times. This would make it easier. Dann wäre eine Entscheidung da. Then there was a decision. It happens. Es geschieht. But how it happens, we don't know. Aber wie es laufen wird, wissen wir nicht. How it will happen for you, we don't know. Wie es bei dir sein wird, wissen wir nicht. But it will happen out of your being here. Aber es wird aus deinem Hiersein heraus entstehen. This much is sure. Das steht fest. Mhm. Okay. Dankeschön.